Es ist unglaublich, unglaublich. Ich bin hier auf allestörungen.de. Seit 2 Tagen kommen Störungen bei Origin vor. Man kann nicht, ja, die EA-Server sind offline. Hier, ich ziehe sie mal kurz rein in den Bildschirm. Ihr könnt euch nicht einloggen. Digga, es ist unglaublich hier. Ich wollte einmal FIFA zocken. Was heißt einmal? Ich wollte komplett heute FIFA zocken. Und ja, hab kurz gezockt, wurde aus dem Spiel rausgeworfen. Genau wie gestern. Gestern habe ich ein Pack bekommen. War, glaube ich, 60 Spieler. Dann konnte man das Pack ungefähr ein paar Stunden lang nicht öffnen. Auf einmal ist daraus ein 12er Pack oder so geworden. Hier, das hat leider nicht geklappt. Man kann nicht online gehen. Bin, wie gesagt, nicht der Einzige. Unglaublich hier. In den letzten 1, 2 Stunden. Wisst ihr, was ich meine? Hier. 3000 Störungen. Es ist unglaublich. Unglaublich. Ich habe auch schon hier reingeschrieben. Also. Seid ihr auch alle offline? Ja. Es ist aber echt krass, dass solche Firmen das nicht auf die Reihe kriegen, und es kommt ja echt oft vor. Also, ey, FIFA wartet, Alter, seht zu. Wenn man einmal frei hat, da will man einmal nach dem Feierabend zocken und dann ist es die ganze Zeit offline. Ja, es ist schon krass. Also, ich finde es auch, das ist nicht normal. Das Problem ist, wenn man sich halt jetzt genau vorgenommen hat zu zocken und es halt offline ist, regt man sich noch mehr auf. Ja. Unglaublich. Aber es kommt echt oft vor. Also. Mal schauen, wann das Ganze wieder online geht. Gestern die Scheiße mit dem Pack. Dieser Pack-Bug. Der hat schon übelst reingekackt. Und jetzt noch das. Es ist unglaublich. Aber, ja. Was will man ändern? Aber es sind so krass große Firmen, dass die das nicht auf die Reihe kommen. Wenn nicht die, wer dann? Naja, man kann sich da einfach nur aufregen. Mal schauen, wie lange es noch dauert, ab wann das Ganze wieder online ist. Es ist krass. Schreibt mir in die Kommentare, bei wem auch die Störungen vorlagen. Mal schauen, wann das Ganze wieder online ist. Ich habe den Support per E-Mail kontaktiert. Bin gespannt, ob es für die Packs Schadenersatz gibt. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr vergessen. Ich will auch eine Entschädigung. Das ist einfach zu frech. Ja. So eine Frechheit von EA. Aber für den Dreck. Aber für jeden Dreck Haufen Kohle reinschieben. Ja. Das ist echt heftig. Täglich Probleme mit den Servern. Hauptsache Milliarden für Ultimate Team kassieren und zu dämlich für einen vernünftigen Server. Ja, keine Ahnung, das Ganze läuft ja auch nicht übers Team. Wahrscheinlich ist das Ganze eine Geldfrage. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Hier geht's richtig ab. Aha, EA Sports FIFA. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die entstanden sind. Jedoch sind bei unseren täglichen Serverwartungen ein Fehler aufgetreten. Dieser ist schwerwiegender als gedacht. Wir werden so schnell wie möglich das Problem beheben. Wir bitten um Geduld. Vor 38 Minuten. Okay, ich weiß gar nicht, seit wann es bei mir nicht geht. Ein bisschen besser. Erst die Verarschung mit dem Pack gestern und heute die Scheiße wieder. Ich hab's ja gesagt, es ist unglaublich. Aus dem 60er Pack wurde ein 12er. Genau wie bei mir. Genau wie bei mir. Es ist hart. FIFA Pack lässt sich nicht öffnen. Was für ein Kack. Bestimmt, weil Ikone drin ist. Die Geier. Ja, das mit dem Pack war irgendwie bei jedem so. Ja, also, letzte vor 17 Tagen, gestern das mit den Packs, heute die Störung, man kann sich nicht einloggen, man kann nicht zocken. Ist schon eklig. Ist schon eklig. Mal schauen. Ich habe irgendwo in dem Kommentar gelesen, das Ganze soll 1 bis 24 Stunden zur Behebung dauern. Geil, es geht wieder. Das probieren wir glatt mal.
Vielleicht starte ich mal kurz FIFA. Geht erst wieder, wenn EA die Anforderungen von Greta erfüllt hat. Kein Smoke wegen CO2-Emissionen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, hier vor 4 Minuten ging noch nicht. Er hat geschrieben, geil, es geht wieder. Robert Schöler. Jetzt schauen wir mal rein. Oh ja, yeah. Unglaublich. Unglaublich. Also bei mir geht's noch nicht. Wir sind immer noch offline. Bei mir geht's nicht. Bei mir ist immer noch offline. Schwierig. Ich habe vorhin meinen PC schon neu gestartet. Ich glaube, das bringt gar nichts. Traurig. Echt traurig. Hey, so ein Assi. Eigentlich nur ein kleiner Scherz, aber weg waren sie. Okay, der hat alle verarscht. Ja, ist auf jeden Fall noch offline. Mal schauen, wie lange es noch dauert. 1 bis 24 Stunden. Eklig, eklig. Ich hatte auch richtig Bock zu zocken. Aber kann man wohl jetzt vergessen. Naja. Peace.